Ja, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Der Fernseher funktioniert immer noch nicht. Verdammter Dreck. In der letzten Folge haben wir den goldenen Grashüpfer abgeschlossen und versucht, das Haus zu durchsuchen, um Hinweise zu bekommen über diesen ich habe keine Ahnung mehr, wie der heißt. Jedenfalls, ich habe das Haus übrigens hier, ne? Flammen. Kostet auch nichts, die zu machen. Sehr geil. Ich habe das Haus rauf und runter abgesucht und ich habe nichts gefunden. Dann kam mir irgendwann eine Idee. Nimmst du mal Nick mit? Das Problem ist allerdings, Nick ist, glaube ich, auf dem Weg der Hauptstory. Deswegen müsste ich erstmal da weitermachen. Ja. Ich bin jetzt hier, weil ich mich um einige andere Quests hier kümmern will. Außerdem zeige ich euch viermal mein Zuhause, was ich hier ein bisschen gemacht habe. Ja, ich habe mich ein bisschen ausgetobt, hier so meine eigenen vier Wände erstellt. Es sind nur so ein paar Lichter und so und das sieht ein bisschen einladender aus. Ne? Geil, ne? Sieht zwar nicht perfekt aus, aber es gehört mir. So, oh, muss ich auch noch einpacken. Mir ist mal aufgefallen, da kann man, glaube ich, irgendwie rein. Ich glaube, da bin ich mal irgendwann vorbeigelaufen. Ich glaube, aber wir sind noch nicht da so reingegangen. Deswegen gehen wir mal da rein. Müssen wir mal auch irgendwann machen. So, weil ich habe zwei neue Ausrüstungsklamotten. Und zwar hier Wächterarmschutz links und rechts. Einer davon war ehrlich gesagt sogar schlechter, aber der war irgendwie so 2500 hat der gekostet. Nachdem ich hier meine ganzen Charisma-Sachen angezogen habe, davor hat er noch irgendwie, weiß ich nicht, 3700 oder so kostet, also ja. Jedes Mal, wenn ich shoppen gehe, werde ich jetzt auf jeden Fall die Klamotten anziehen. Und konnte man nicht. Doch, hier kann man rein. Oder? Nee. Ey. Ma. Ich dachte, okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe vorher mein Gespräch gerade abgeschnitten. Vorhin. In der Story wollte ich weitermachen, aber lass mal erstmal. Wir haben ja noch eine Menge andere Quests und zwar hier. Raider-Problem bei Northang Beach für die Minutemen, alles hier so Sachen. Deswegen machen wir hier mal ein paar Leute kalt. Ich hab Bock, ein paar Leute hier kalt zu machen, also mach mal ein paar Leute kalt. Ich habe die Farm hier noch so ein bisschen ausgebaut, so dass jetzt hier, weiß ich nicht. Hier. Damit jetzt hier nicht so ein Ausrufezeichen ist. Ich habe da ein Geschütz hingestellt und ein paar Dinge angepflanzt. Wasserpumpe gemacht und ja. Ich würde sagen, wir gehen als erstes dahin. Weil das ist hier so auf dem Weg. Oh nee, das ist durch Concord. Und ja. Machen wir die ganzen Quests, damit wenigstens irgendwas weg ist. Ja, eine Mission kommen wir nicht weiter, weil ich da nichts im Haus finde. Ich habe da drauf und runter abgesucht. Ich habe Sachen mitgenommen, zu gucken, ob ich irgendwie wieder einen Hinweis mitnehmen soll. Und ich wollte Nick mitnehmen, weil er ist ja Detektiv und so. Und ich habe den Fall ja von denen. Deswegen ich mir gedacht, ja, machst du mal die Hauptquest, aber will ich doch noch nicht so schnell machen. Deswegen machen wir erstmal das hier. Und ich hoffe, ich folge den richtigen Fall. Ja, glaube ich schon. Oh, Explosion. Ein bisschen lauter machen. Nicht so laut, dass man Echo hört, aber so laut, dass ich noch halbwegs was höre. Muss jetzt wieder ein paar Parts mehr aufnehmen, weil ich ja zweimal pro Tag das Projekt hochladen will. Weil ich als die Abernathy Farm hier ein bisschen ausgebaut habe, wurden schon direkt wieder Raider hier gesichtet. Musste ich auch erstmal kaputt hauen. Also so zwei, drei Erfahrungspunkte habe ich jetzt mehr. Und ja, ich glaube, mehr hat sich jetzt nicht geändert. Bin gut ausgeruht. Weiß man nicht, wie lange das hält. Ich nehme an, 1, 2 Stunden oder so nur. Also holen wir noch das Beste davon raus. Du bist eine Hirschkuh, ne? Die werden mir rot angezeigt, aber die scheinen nicht Bock zu haben, mich anzugreifen. Ach ja, ich habe einige Meisterschlösser geöffnet. Ich bin zu Vault 114 zurückgegangen, habe das Meisterschloss geöffnet. War nichts Besonderes drinne, deswegen habe ich das ja gelassen.
Und was noch? Ich habe so ein US-Handbuch noch gefunden in diesen einen Ort, wo wir wegen der Abernathy-Farm hierhin gehen mussten. Auf dem Tisch lag noch so eine Zeitschrift, so ein US-Handbuch für verdeckte Einsätze, hießen, glaube ich. Sind so die Dinger, die Schleichen ein bisschen erhöhen. Greifst du mich jetzt an oder nicht? Boah, jetzt bleibt er stehen, ist klar. So, dich hau ich noch kaputt anstatt eine Mega Fliege. Was? Geht weg, ey. So, hier muss ich, nehme ich an, einige Leute kaputt hauen. Damit hier eine Siedlung oder so gemacht werden kann, glaube ich. Was ist das für einer? Kronkorkenmine. Ich kann die anschießen, auch wenn die. Steht doch jemand. Warum kann ich den nicht anvisieren? Ist das eine Puppe oder so? Starlight Drive-In. Wahrscheinlich führt mich das hier wieder zu irgendeiner anderen Mission. Ist eine Puppe, Gott verdammt. Oh, Maulwurfsratten. Für euch brauche ich doch keine Waffen. Du jetzt. Guck mal, ja. Boom, boom, boom. Wie? Ich hoffe, das ist noch alles hier. Ein paar Maulwurfs. Mal ein kaputt hauen wäre gut. Verdammt. Ich wollte gedrückt halten, so aller Skyrim, aber ja, dann ist mir eingefallen. Nicht so eine gute Idee. Ja gut. Okay, wenn der Normalwurfsratten sind, kein Problem. Habe ich nicht so ein Problem mit. Was denn? Ich kann sogar einen Sprintangriff machen, ehrlich. Oh, was hat? Baue und aktiviere eine Rekrutierungssendestation. War Strahlung? Oh Gott. Macht mich aber schon wieder neugierig. Wir strahlen also gar nicht dabei. Hey, ist nichts. Ah. Okay, da war noch chillig bis jetzt. Aber ich habe die Mission auch schon ewig. Wie schön. Ah. Ja, wahrscheinlich brauche ich auch wieder alles Mögliche. Diese blöden Rehe, ne? Die verfolgen mich überall hin. Mag ich nicht an Gegner, die ein. So. Warte schon wieder. So, wenn ich jetzt wüsste, wo es ist, ne? Wo finde ich das? Rekrutierungsfunkleitstrahl. Ist das richtige?
Und okay, Rekrutierungssendestation. Ja, blöd, wie ich mich jetzt die ganze Zeit angucke, ne? Dieses Projekt benötigt Energie. Warum habe ich denn so viele Sachen hier? Ich glaube, die sind alle hier irgendwo drin, ne? Ah. Okay, haben wir das. Weil die Mission schon erledigt, geil, ne? Da ist die Kronkong hier, ne? Aber die aktiviert sich nicht. Wie ich in die Kronkorken wieder reingelaufen, das war irgendwie witzig. Ich läuft immer noch rum. So, das ist jetzt ja auch eine Siedlung, ne? Ha, eins. Was? Wo? Schon jetzt mal gefunden oder wohnt hier schon jemand? Au! Was? Ah. Wer hat das hier angebracht? Das hat Geräusch, ja. Genau, mal eine coole, nach einer coolen Siedlung aus. Na, du hast ja gewohnt, ne? Nehme ich an. Okay, du willst mir Ärger machen, mich die ganze Zeit böse angucken, bitteschön. Ja, hast du davon. Ich mag es nicht, die ganze Zeit böse angeguckt zu werden. Tut mir leid. Ist irgendwie selber schuld. Ist mal ganz ehrlich. Ich die ganze Zeit eine Kack-Hirschkuh rumlaufen lassen. Ah, wie groß ist das hier? Das ganze Teil hier. Ist schon direkt jemand. Hi, willkommen in meine Siedlung. Hey, ich wollte mich nur mal kurz vorstellen. Ich wollte dir nur sagen, dass ich bereit bin, alles zu tun, um das hier zu einem richtigen Zuhause zu machen. Ich bin gern bereit, dir zu helfen. Du musst es mir nur sagen. Ah. Brauchst du irgendwas? Ich glaube nicht. Eigentlich läuft es hier ziemlich gut. Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Okay. Ja, wie sieht's denn hier aus? Macht das Ding hier irgendwas? Starlight Drive-In, Essen, Wasser. Kann ich irgendwie so Essen und Wasser hier herstellen? Müsste ich, glaube ich, irgendwas zu essen haben, ne? Ressourcen.
Beton. Ja, Stahl, stimmt. Ja, das mache ich dann mit der, wie bei der Avenatti Farm. Alles offscreen. Ich habe natürlich niemand, tut sich das Ding hier einverleiben. So, was haben wir noch? Ich könnte das Museum der Hexerei besuchen. Ich könnte hier noch leere den toten Briefkasten. Sprich mit Pesten Gravy. Ja, komm, gehen wir die Mission ab. Einfach so, so. Mich nur noch, weiß ich nicht, essen und so anfassen, Wasserpumpe reinstellen. Muss ich meine ganzen Sachen immer hier hin und her schleppen. Muss ich bei Dingen zählen, weil aber eine Tifa machen. Muss ich die Zahnräder und all sowas holen. Eine verdammte Pumpe hier zu reparieren. Ganz schön nervig. Eigentlich einfach eine riesige Kuppel darüber bauen. Ja, viel einfacher, so. Hallo, Sir. So viele Menschen. Ich habe den Ort gesäubert, an den du mich geschickt hast. Und ich habe einen Funkleitstrahl platziert. Das sind gute Neuigkeiten. Wenn die Leute erstmal ein Zuhause haben, werden sie auch bereit sein, dafür zu kämpfen. Wie üblich habe ich noch was anderes, um das du dich kümmern könntest. Eine Gruppe Ghule hat sich in der Nähe einer Siedlung eingenistet. Die Leute könnten unsere Hilfe brauchen. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Wir können jede Unterstützung brauchen, also sieh mal, was du tun kannst. Fist sein schlechter Anführer. Strong sein froh, dass er weg. Strong sein langweilig. Strong wollen was töten. Also was, komm mal mit. Hi, Strong. Strong mit Mensch gehen. Ja, komm mit. Können wir uns so unterhalten, mal so normal. Mensch. Hey. Gutes Fleisch. Nicht zu frisch. Nehmen was, Mensch. Unser Verhältnis zueinander. Was denkst du schon? Schlau, aber schwach. Strong bleiben jetzt bei Mensch. Okay. Ich würde sagen... Ja? Carla. Du schon wieder. Willst du handeln? Ja. Klar. Ich schau's mir an. Ich mit dem Tony, hallo. Eigentlich brauche ich ja nichts, ne? Ne. Die haben einen einzigartigen Fatman in Diamond City verkauft. Das ist auch mal krass gewesen. So. Ja, weiß ich nicht, wo jetzt nichts. Müssen wir mal wohl hier hingehen, ne? Wo ich auch noch eine andere Mission jetzt bekomme, ne? Was ist das denn hier? Ist er noch weiter weg? Hör mal rein. Einfach so. Mit Strong in meiner Gruppe. Wenn dann nicht so, weiß ich nicht. Weil die vorstellt, dass das sehr schwierig ist, obwohl Ghule. Obwohl ja, Ghule. Doch, ja. Ist vielleicht eine gute Idee, Strong mitzunehmen. Okay. So, wo lang? Richtung Mülldeponie. Die ist anscheinend noch nicht abgeschlossen. Wo ich doch schon mal da gewesen bin, oder? Was? Okay. Die Fehler scheinen sich hier doch langsam zu vermehren, habe ich das Gefühl. Weil, weiß ich nicht, ich konnte auch irgendwie ein paar Mal nichts bauen und ja. Als dieses Baumenü offen hatte, was zum... Bedford Station. Oh, hier war ich noch nicht. Hallo, na?
zum Sterben. Ich finde das so idiotisch wie laufen, ne? Strong Zeit zum Sterben. Ja, warum zieht noch zu wenig ab? Boah. Instruktion, okay. Lieber dein Paket in die alte Schaltstation. Der Bote trifft um Mitternacht ein. Wenn du Ausrüstung brauchst, suche nach dem blauen Fass. Okay. Weil ich doch schon längst wieder vergessen haben. In ein paar Tagen. So, ich habe immer so eine kleine Vibration im Controller. Hallo, warte mal, denn nix. So, ich dachte, da wäre eine Zeitschrift. So, Aufzeichnungsstation Bedford. Okay. Diesmal merken wir halt hier. Es ist schon halb. Sie verspätet sich. Nein, da stimmt was nicht. Ja, guck mal, ich heile mich langsam wegen meinem Perk. Dead Space Style, ja. Uns bleibt keine Zeit. Viel Glück, A9. Chameleon. 10, 9, 8, 7. Nein! Nein, ich gehe nicht zurück. Ich kann das nicht. Ich will das nicht. Es war nicht sehr gut, die Rüstung, aber trotzdem mitnehmen. Okay, hier sind Dinge im Zeichen. Schank arbeitet. Schau mal, den ich irgendwie so untersuchen kann. So, ja, da habe ich gefunden. Jetzt auch noch was. Na komm schon. So, so von so aus, als hätte ich da reingehen können. Au! Oh, was zum Teufel? Was war das? Oh Mann. Plötzlich Feuer. Oh Mann, wann habe ich das letzte Mal gespeichert wieder? Ja toll, wo ist das hier? Ah, oh, was? Mann!
Kann schon wieder überall reingehen und alles nochmal machen. Mann! Oh Gott, ey. Ah, oh, nochmal alles neu machen, ja. Ja, ich habe zwischendurch gespeichert. Das wird da sein. Tote nicht brauchen Sachen, die wir nehmen. Na komm, die habe ich schon mal erledigt. Oh, strong, hupsa. Sich von so einem normalen Ghoul fertig machen lassen, ehrlich. Ich weiß nicht, ob ich das mal lesen muss oder so. Irgendwas auslösen. Nehmen an, der ist schon tot. Egal. Ich mich hier beeilt oder so. Nicht, dass der irgendwie noch am Stehen ist oder so. Und den noch hätte theoretisch schützen können. Nehme ich jetzt mal nicht an. Gar nicht. Es ist schon halb. Sie verspätet sich. Es ist schon halb. Sie verspätet sich. Nein, da stimmt was nicht. Strong? Da kommt jemand. Sehen Sie? 5 Personen. Irgendwo ist der andere wohl noch. Das war kein legendärer. Vorhin warst du einer. 10, 9, 8, 7. Nein! Ach, verdammt. Nein, ich gehe nicht zurück. Ich kann das nicht. Ich will das nicht. Ein legendärer diesmal. So. Was ist hier bitte schon passiert? Beim letzten Mal. Oh, er hat zum Glück, glaube ich, Strong mitgenommen. Weil die trotzdem irgendwie alle auf mich losgehen. Ja, geh du mal da rein. Da ist so eine Dingensspur. Einfach nur so kurz umgefallen war. Jetzt weg. Schade. So gut komm. Ah, dann ist hier nur so ein Ding gewesen, genau. Sehr gut, Strong. Aber ich würde sagen, ich beende den Part hier. Wir gucken, was es hier noch so gibt in der nächsten Folge. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. Alter.